Beschäftigen wir uns zu Beginn wie immer mit der Gestaltung der Bühne und dem Benennen des Projekts. Wir löschen die Kerze und fügen ein neues Bühnenbild aus der Kategorie Draußen ein, und zwar die Grafik Brick Wall 2. Danach fügen wir zwei neue Figuren ein aus der Figurenbibliothek, aus der Kategorie Personen, und zwar die Schülerin Anna und den Schüler Sam aus der Kategorie Personen. Ich verkleinere beide Figuren ein wenig. Und positioniere sie an diese Stellen. Nun erstellen wir Text als Figur, die wir im Programm anklicken können. Wir stellen quasi Schaltflächen. Wir klicken auf das Symbol Neue Figur zeichnen, klicken rechts unten auf In Vektorgrafik umwandeln, aktivieren rechts das Textwerkzeug und schreiben per Mausklick den Text Fläche im Malprogramm. Ich markiere den Text und wähle links unten im Malprogramm die Schriftart aus, und zwar eine Schriftart, die auch Umlaute zur Verfügung stellt, zum Beispiel Donegal oder Marker, wobei Marker nur Großbuchstaben zur Verfügung hat. Ich positioniere Fläche in der Mitte beim Zentrumskreuz. Wir wählen nun im Farbdialog eine gewünschte Farbe und aktiviere dann das Rechteckwerkzeug und öffne einen Rahmen mit gedrückter linker Maustaste, der unsere Schaltfläche begrenzen soll. Ich ziehe diesen Rahmen über die Grafik Fläche und schiebe den Rahmen, unser Rechteck, eine Ebene nach hinten, damit der Text Fläche in der Stapelreihenfolge vorne liegt. Dann wähle ich eine Füllfarbe, zum Beispiel hellgrau, aktiviere den Farbeimer und färbe die Kontur ein. Dann aktiviere ich das Auswahlwerkzeug, kann hier noch das richtig im Hintergrund positionieren. Und somit wäre eine Textschaltfläche fertig. Ich habe nun zwei Möglichkeiten für eine zweite Schaltfläche. Ich könnte die Schaltfläche völlig neu erstellen oder duplizieren, um eine Schaltfläche für die Umfangsberechnung zu erhalten. Ich dupliziere in der Objektliste diese Grafik, markiere dann Sprite 2, klicke per Doppelklick auf den Text und ändere hier den Text auf Umfang, wähle das Auswahlwerkzeug und positioniere den Text wieder im Rahmen. Ich könnte natürlich jederzeit unterschiedliche Farbeinstellungen für die Schaltflächen treffen. Damit haben wir unsere Schaltflächen fertiggestellt. In der Objektliste benenne ich unsere zwei Schaltflächen dann um, entsprechend der Beschriftung auf Umfang und Fläche. Ich positioniere die Schaltflächen an der gewünschten Position.
Anschließend erstellen wir die Skripte für unsere Schaltflächen. Und zwar sollen die Schaltflächen, wenn ich sie anklicke, an alle Objekte eine Nachricht senden. Als Startereignis wähle ich für dieses Skript den Befehlsblock, wenn ich angeklickt werde. Und wenn das Objekt angeklickt wird, soll es eine Nachricht an alle senden. Send Message 1 an alle. Ich öffne das Klappmenü, klicke den Befehl Neue Nachricht an und ich kann nun einen beliebigen Text als Nachricht eingeben. In dem Fall wähle ich Umfang berechnen. Okay. Und damit erhalten alle Figuren meiner Bühne diese Information. Das gleiche mache ich für die Schaltfläche Fläche. Startereignis, wenn ich angeklickt werde. Und dann der Befehlsblock Sende an alle. Es ist die zuletzt erstellte Nachricht voreingetragen. Das müssen wir natürlich ändern. Ich klicke auf Neue Nachricht und schreibe hier die Nachricht Fläche berechnen hinein. Okay. In weiterer Folge sollen die Figuren Anna und Sam, wenn sie die entsprechende Nachricht empfangen, die Rechenergebnisse sagen.